Das macht wenig Sinn, aber ohne Zweikämpfe wirst du in der zweiten Liga nicht bestehen. Ja, so viel vom Ort habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich kenne den Ort, weil ich ja 4 Jahre hier in der Region gespielt habe. Und ja, ich bin immer gerne hier, wenn ich mal so in die Berge gucke, das Panorama ist schon toll. Als ich damals hier hingekommen bin, wo ich in Innsbruck gespielt habe, muss man aufpassen bei der Vorbereitung, dass du nicht nur in die Berge guckst, dass du auch aufs Spiel guckst. Das ist einfach herrlich und das Hotel ist super, Bedingungen sind super, also wir können uns nicht beklagen. Ja, doch, ich komme gerne hierher, auch privat. Wir haben die Inhalte im Angriffspressing heute umgesetzt. Wir haben Athletiktraining zwischendrin gehabt. Wir haben das mit Coaching, Sparring und Athletikteam gemacht heute Morgen. Auch ein bisschen länger dann, an sich ein bisschen länger gemacht. Das ist auch wichtig, damit die Abläufe auch sitzen. Und ich fand, das heute war ganz okay. Das wird halt das Defensivthema werden, dass wir halt viel auf Grundordnung vom Gegner dann auch dementsprechende Antworten haben, um Druck auszuüben. Wir haben ja mit Kiki darüber gesprochen, dass es Sinn macht, dass wir alle mitnehmen und dass er dann nach und nach die Torhüter dann auch aufarbeitet, die aus Verletzungen rauskommen und individuell mit ihnen hier arbeiten kann. Also deswegen haben wir auch alle 4 Torhüter mitgenommen und Kiki wird jetzt zwischendurch, wenn die anderen dann reingehen, wird er sich halt den einen oder anderen Torwart nehmen und mit dem dann nochmal arbeiten. Das ist halt im Fußball so, dass auch mal 2 Kämpfe sind und wir wissen ja um viele Situationen, das wissen wir auch, aber man muss jetzt nicht bei jeder Situation direkt irgendwo Angst bekommen, weil 2 Kämpfe gehören nun mal auch zum Fußball dazu und es ist halt ein Kontaktsport und Nick hat auch einen Schlag bekommen, ist auch aufgestanden, hat auch weitergemacht. Fülle hat dann nachher auch weitergemacht. Das ist halt einfach so. Das gehört sich auch so. Wenn wir im Spiel sind, können wir dann auch nicht liegen bleiben nach jedem Schlag. Dann, so oft können wir dann auch nicht wechseln. Also wir machen im Vorfeld 3-4 Minuten. Das kommt auf uns zu, das wollen wir trainieren. Habt ihr Fragen dazu? Wir können dann auch nochmal mit der Taktiktafel draußen arbeiten. Du kannst auch mit Live-Bildern arbeiten und einen großen Fernseher draußen hinstellen. Und ja, am Ende versuchst du halt alle Sinnesorgane anzusprechen von den Jungs. Die müssen es fühlen, die müssen es sehen, die müssen es hören. Und vor dem Training sehen sie es halt. Sie hören es beim Training permanent, weil wir es permanent erklären. Und das Wichtigste ist halt das Kognitive. Sie müssen es halt fühlen auf dem Platz. Also die Abstände untereinander, wie sie sind, damit sie in die Zweikämpfe kommen. Ja, dafür sind halt auch 6er da, dass sie halt auch dann in die Zweikämpfe gehen. Und ja, wir sind jetzt in der Phase, wo wir auch anfangen müssen, diese 2 Kämpfe dann auch ein bisschen härter und intensiver zu führen, ohne dass wir uns jetzt verletzen wollen. Das wollen wir natürlich nicht. Unnötige 2 Kämpfe von hinten dann, wo der Gegner dann auch nicht reagieren kann, das macht wenig Sinn. Aber ohne 2 Kämpfe wirst du in der zweiten Liga nicht bestehen. Wir haben auf der Position erstmal Handlungsbedarf. Und Park ist halt einer, der das in den Trainingseinheiten und auch in den Spielen gezeigt hat, dass er das erfüllen kann. Dass er natürlich auch noch entwicklungsfähig ist, ist aber auch lernwillig. Und wir haben da schon die Fantasie, dass der da auf Strecke auch diese Position gut spielen kann. Ich glaube, um das auch mal klarzustellen, es ist nicht so, dass ich die geholt habe. Also die hat Werder Bremen verpflichtet. Und Nikolai Rapp war auf dem Zettel als 6er, weil er vorher auch als Innenverteidiger war und als 6er. Und ich bin gefragt worden, wie ich ihn finde. Und ich kann natürlich eine Meinung dazu abgeben, so wie ich das bei allen anderen Spielern auch mache. Wir wollen die Offensive nicht außer Acht lassen. Es ist auch wichtig, nach vorne zu spielen. Das haben wir aber jetzt in den ersten 2 Spielen schon vermehrt gehabt. Da werden auch immer wieder Probleme auftauchen, das ist klar. Das kann man sagen, aber die ersten 2 Spiele hast du zu 0 gespielt. Ist auch alles super defensiv. Aber wir müssen auch dementsprechend gefordert werden. Und wenn wir ehrlich sind, hätten wir gegen Oldenburg auch schon 2-3 Tore bekommen müssen. Also das müsste die Mannschaft dann intern machen, wenn die Neuzugänge irgendwas machen müssen. Ich kenne das noch von meiner Zeit. War manchmal ein bisschen unangenehm und lustig auch. Aber das gehört auch dazu. Ja, natürlich, wir werden versuchen, dann einen Tag zu nehmen, wo wir mit den Jungs dann auch was anderes machen. Wir haben halt einfach auch nur wenig Zeit hier. Deswegen müssen wir halt jetzt vor dem ersten Spiel schon gucken, dass wir auf dem Trainingsplatz schon das eine oder andere umsetzen, weil wir sind halt hier, um Inhalte zu trainieren. Das ist das Hauptziel. Das ist interessant, wenn wir solche Fragen kriegen. Ja, die müssen alle zusammenkommen, wir singen dann ein Gute-Nacht-Lied und dann gehen sie alle schlafen. So machen wir das. Nein, machen wir natürlich nicht so. Das ist eigentlich durchgetaktet mit den Essenszeiten, mit den 3 Essenszeiten, die wir haben, plus die Trainingszeiten, die wir haben. Dann hat jeder noch seine Behandlungszeiten und dann gibt es halt auch dementsprechend die Bettruhezeit. Und dazwischen müssen sie jetzt nicht mehr zusammenkommen.